Und wie versprochen, zurück und weiter geht's mit der Quest in Final Fantasy 15, Konfrontation mit dem Imperium. So, in der letzten Folge sind wir ja hier angekommen. War ein ziemlich langer Weg, obwohl es eigentlich nur 2 Kilometer waren, aber trotzdem sind mir vorgekommen wie 20 Kilometer. Sag ja hier, die Distanzdinger, die stimmen irgendwie nicht ganz, aber egal. So, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr am Ende des Videos mir ein Like da lasst, Kommi oder auch ein Abo. Würde mich sehr, sehr unterstützen. Ein Abo kostet nichts, Leute. Also immer fleißig draufdrücken. So, aber jetzt genug geredet. Ich würde sagen, weiter zu Quest. Konfrontation mit dem Imperium. 200 Meter noch. Das werden wahrscheinlich auch wieder 3 Kilometer sein. Bin ich echt gespannt, wie es da weitergeht. Und ob wir auch mal einfach umwerfen. Meine Beste hier sehen lässt. Wir haben ja eigentlich, glaube ich, schon 2. Das ist einmal Ramu und einmal der Titan. Ich weiß eben nicht, wie die ausgelöst werden. Du hast den Leihwagen angenommen. Ein Leihwagen ist. Wenn ihr das vielleicht wisst, wie die ausgelöst werden, wie man die wählen kann, weil ich habe doch irgendwie bloß einen Schlüssel bekommen. Ich weiß nicht, wie man die auswählen kann. Die Mauern sind Überbleibsel eines früheren Krieges. Das Imperium nutzt sie, um seine Basis nach außen hin zu verstärken. Alles klar. Einen Plan. Infiltration der Acheloe-Basis. Ihr holt dich vor Beginn vor Operation durch eine Übernachtung am nahegelegenen Southmoke Refugium. Ignis wird an der Lagestelle die Strategie erklären. Okay, wo kann ich mich jetzt hier... Okay, anscheinend da. Ich hoffe mal, dass da ein Zelt ist. Dass ich mich da ein bisschen ausruhen kann, vor allem auch Buffwood nehmen kann. Aber sieht ganz aus, das ist wieder so ein Felsen, ja. Da müsste eigentlich ein Zelt dann sein. Ich weiß, warum alles so rot ist. Komisch. Gehen wir mal hier raus und holen uns gleich noch das Eis hier. Muss ich mich auch mal ein bisschen mehr beschäftigen, damit man, dann kann ja ihr Eisradzauber. Aber Junge. Craften, sag ich mal. Okay, das ist voll. Okay. Dann. Runtergefallen. Was ist denn das für ein roter Schleier hier immer? Seht ihr den auch? Ich weiß nicht, ob ihr den in der Aufnahme dann sieht. Okay, Zelten. Schlafen unterm Sternenhimmel. Schauen wir mal, was der für Buffwood bauen kann. Schauen, ob wir auf jeden Fall die Angriffskraft erhöhen kann und die LP erhöhen kann. Weiter. So. Hier haben wir doch ein schönes, leckeres LP-Boost. LP Maximum plus 400. Magie plus 100. Angriffskraft plus 100. Dann essen wir doch das mal. Gieserkraut. Futter. Okay. Weiter. Okay. Talentstufe gestiegen. Kann auch in gefährlichen Situationen fotografieren. Okay, das ist schon Stufe 6. Ich bin immer noch Stufe 1, Leute. Das ist richtig peinlich. Oh. Ich mag nicht angeln. Wir speichern noch alle Fotos ab. Sogar im Kampf siehst du gelassen aus. Ja, ich weiß. Ignis, irgendeine brillante Idee? Ein Frontalangriff ist ausgeschlossen. Uns bleibt nur eine Option. Wir müssen die Basis nachts infiltrieren. Im Schutz der Dunkelheit fallen wir nicht so leicht auf. Und jetzt? Sammeln wir Informationen zur Basis. Wir sollten herausfinden, wo der Regalia verborgen sein könnte. Sobald wir genug wissen, arbeite ich eine geeignete Strategie aus. Klingt nach einem Plan. Endlich holen wir uns unseren Regalia zurück.
So, ihr habt bis Sonnenaufgang Zeit, den Regalia zurückzuerobern. Die Mission beginnen. Soll ich den beginnen, die Mission? Ja, machen wir mal, komm. Um sich den Regalia vom Imperium zurückzuholen, beschließen Noctis und seine Freunde, die Achloe-Basis zu infiltrieren. Okay, alles klar. Suchen wir als erstes den Regalia. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Lasst uns mit äußerster Vorsicht vorgehen. Alles klar. Bei Tagesanbruch ziehen wir uns zurück. Ja, selbst wenn wir den Wagen bis dahin nicht gefunden haben. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Jetzt wartet er erstmal. Ausrüstung. Knocked. Du hast jetzt, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal ausrüsten. Und zwar, Zauber haben wir keine. Bäh. Okay, dann müssen wir erstmal Magie. So, wir machen Feuer. Schauen wir, was wir da noch reinpacken. Ein Feuerzauber. Heilungsstufe 10. Vita. Was haben wir hier noch drin? Oh, das ist gut. Machen wir das mal. Packen wir das mal rein. Und Synthese. Ins Inventar legen. Genau. So, wir rüsten aus. Blitz. Das mal einmal und packen das ins Inventar. Machen Eis. Was haben wir denn hier? Mal 19 Stück Zweierkette. Okay. Auch ins Inventar und machen noch mal. Machen wir nochmal Feuer, was wurscht ist. Was haben wir noch alles hier? So, und packen das auch ins Inventar. So, Ausrüstung. Fangen wir Noct an. Dann machen wir eben den Feuerzauber rein. Okay. Gladius. Kriegt den. Okay. Ignis. Der hat da noch eine drin, eine Nebenwaffe. Okay. Okay, die zwei haben auch was drin. Lassen wir das mal drin, ne? Probieren es erstmal so. Und ich würde sagen, go, go, go. Was ist denn das Rote immer? Schaut geil aus, aber keine Ahnung. Das ist jetzt erst ganz neu anscheinend. Aktive Basis. Weiß ich nicht, müssen wir den killen oder nicht? Auf mein Signal greifen wir an. Bis dahin haltet eure Positionen. 3, 2, 1. Die imperialen Basen kannst du Gegner durch Warp-Angriffe von hinten mit einem Schlag ausschalten. Okay, probieren wir das mal. Nutze die Gelegenheit für einen Warp ausschalten. Wann immer sie sich dir bietet. Los! Ah, alles klar. Gut gemacht. Ja, Baby. Weiter so. Okay, schauen wir weiter.
Ganz vorsichtig hier durch. Okay, ich weiß nicht, ob ich in den Scheinwerfer da rein darf. Ich glaube eher nicht. Okay, jetzt ist der Scheinwerfer weg. Noct, was ist denn? Suchscheinwerfer. Ja, das habe ich vorher auch schon gesehen. Es ist wieder sicher. Schön vorsichtig. Okay, verstanden. Ich gehe einfach mit ihm hinterher hier. Hey. Wow. Versteckt euch. Okay, sind ein paar Wachen. Ich glaube, die Wachen wären jetzt nicht das Problem. Bloß die Mechs hier oder was das sind. Ist weg. Das war ein Magitech-Mech. Okay, Max. Mit dem will ich mich nicht anlegen. Unser Ziel ist der Regalia. Bleibt in den Schatten. Genau, okay. Wir schleichen uns einfach zum Regalia. Greif von hinten an. Beende es, bevor es jemand merkt. Klar. Mist! Du wirst in der Fortsetzung musst du alle Gegner ausschalten. Okay. Nimm das! Wir halten zum Glück nicht so viel aus. Sehr gut. Schnell mal meine MP regenerieren. Okay, alles klar. Okay, wir sind hier. Ich glaube, wir müssen dann da hoch wahrscheinlich. Also eher die Richtung da. Gehen wir mal die Treppen hier hoch. Ich habe keinen Plan, wo ich lang muss, Leute. Aber hier kommt man bloß hinten wieder runter, gell? Oder wir müssen da rein. Da ist aber der blöde Suchscheinwerfer. Okay, da braucht man anscheinend einen Schlüssel oder sowas. Das wird das rote Zeug praktisch hier machen. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen kann. Okay, passiert anscheinend nichts. Haben wir vielleicht den Schlüssel schon? Öffnen. Okay. Ist das die Stromquelle? Ja, sieht ganz so aus. Magitech-Sender, wenn mich nicht alles täuscht. Das würde erklären, warum die Magitech-Infanterie in der Umgebung so ungewöhnlich stark ist. Zerstören wir ihn. Dann müssen wir nicht schleichen. Nein. Erst müssen wir den Regalia finden. Leise jetzt. Wir dürfen sie nicht alarmieren. Okay. Mach doch die down, das gibt's doch gar nicht. Warp-Angriffen. Wenn ich mal umdrehen würde, dann könnte ich einen Warp-Angriff machen. Ich muss ja von hinten angreifen. Okay, der ist auch down. Den schnappen wir uns auch gleich. Alles klar. Es geht doch. Leute, es geht doch. Hopp, ausschalten. Sorry. Wofür bin ich denn da? Los geht's. Ja, okay, alles klar. So, wer schießt denn hier? Schluss mit dem Elend. Ich warp mal dahin. Ich sehe keine Gegner mehr, Leute. Okay,
Okay, das war nur der eine da noch. Keiner verletzt, wie es scheint. So, gehen wir da hinten weiter. Wer glaubt, da könnte man vielleicht wieder einen Schlüssel oder sowas einsetzen. Ja, da ist ein Schlüsselpult. Okay. So. Da ist der Regalia. Wahrscheinlich muss ich das Ding jetzt noch fahren, oder? Aber wahrscheinlich, wenn wir jetzt da reingehen, werden hier 1000 Wachen kommen. Da ist das gute Stück. Heute muss unser Glückstag sein. Ja. Das glaube ich nicht. Er scheint glücklicherweise unbeschadet zu sein. Na los, rein da. Na, das war klar. Oh Mist! Neuer Plan. Wir müssen den Regalia irgendwie hier rausschaffen. Boah. What the fuck? Okay, die ging noch ganz an. Nicht geplant. Ist okay? Ja. Was denn das? Die Frist! Alles klar! Ja, mach doch mal! Danke! Sehr aufmerksam! Alles klar? Jupp! Gladius. Oh mein Gott. Zielt auf die Magitech-Tanks. Die Explosionen werden für uns alle Gegner im Umkreis aus dem Weg räumen. Oh, verdammt. Wo ist denn das Ding? Wo ist denn Prompt überhaupt? Nein. Okay, ich glaube, das war's, Leute. Das erste Mal gestorben. Dahin. Yeah.
Der Plan, wo ich lang muss, Leute. Ich weiß es nicht. Das ist doch egal, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Nur so komische Geschütze waren hier, oder? Welche komischen Türen muss ich einnehmen? Die Dinger. Ah, hätte ich lang gucken können. Scheiß Tanz erst zerstören hier anscheinend. Und jetzt? Okay. Jetzt die anderen Dinge auch noch zerstören, oder was? Zerstören wir den Magitek Center. Räumen wir hier auf. Noct, füg dem Sender so viel Schaden wie möglich. Jo, mach ich. Das müsste den Feind schwächen. Das wird aber laut. Wir wurden eh schon entdeckt. Gib alles. Okay, auf geht's. Ich weiß nicht, mit dem Ding schießen muss ich überhaupt. Na, ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, wir müssen da runter und direkt da rein. Und uns beeilen jetzt, weil ich weiß nicht, wie lange wir die Quest jetzt hier noch geht, weil es hieß ja bis zum Morgen, bis zum Sonnenaufgang. Machen wir uns die ganze Basis zum Spielfeld. Wir verwirren sie durch unsere Bewegungen. Dann haben wir leichtes Spiel.
Stirb, du blödes Vieh. Auch. Jetzt hoffe ich aber mal, dass wir jetzt irgendwie reinkommen, da. Weil wir sollten ja das Ding da zerstören. Wo sind überhaupt meine Kameraden? Irgendwo hier was? Sonny Mac ist nicht zu spaßen. Da stimme ich dir zu. Was sollen wir nur tun? Weiterkämpfen, was denn sonst? Hey, geh doch an das Ding jetzt ran. Noctis lieb in Gefahr, leitet hier Donner Gott Ramu in seiner helfende Hand. Durch sein Eingreifen lassen sich viele Feinde auf einmal besiegen. L2 Beschwörung. Geile Sache, Leute. Jetzt Ramu, zeig, was du kannst. Geiles Ding. Okay, ich glaube, diese Mission müsste geschafft sein. Geiles Ding. Das war ja. Boah, alles verbrannt hier. Im Anschein nach äußerst effektiv. Ja. Kommt, gehen wir zurück zum Regalia. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon wieder am Abschluss dieser Folge und machen hier einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, vor allem das mit dem Ramu jetzt, war richtig geil. Haben wir dem Imperium heute schwer zu. Würde ich mich freuen über ein Abo oder auch ein Like. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Bestimmt erwarten euer Andi. Noch öfter solche Missionen. Wir sollten einen Namen dafür finden.